Guten Morgen, Deutschland. Berlusconi soll Sat.1 und Pro7 übernehmen. Leute, hier ist was los. Müssen sich Joko und Klaas jetzt bald einen neuen Job suchen? Alter Schwede, die Wookie-Blase, die muss aber auch Tiefschläge schlucken, Leute. Ich kann euch sagen, ja, Deutschland hat sich über die WM in Katar empört und auf der Welt haben 4 Milliarden Zuschauer das Finale geschaut. Boah, super, super geil. Also, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die ist wirklich gewaltig, liebe Leute. Ja. Und was auch gewaltig ist, ist jetzt schon der Wahlkampfauftakt in Berlin. Ja, liebe Leute, das ist ein echtes Träumchen, liebe Bundesbürger. Und vor allem, liebe Berliner und Berlinerinnen. Was auch immer da alles so rumläuft in Berlin. Liebe Leute, in Berlin, ganz toll, ja, die Grünen schicken sich jetzt an, den nächsten Bürgermeisterin zu stellen. Ja, genau, die Grünen, ja. Die Grünen, die seit 2016 in eurem Senat sitzen, in den Koalitionen sitzen, in der Landesregierung sitzen und maßgeblich für den super Zustand der Stadt Berlin verantwortlich sind, stellen sich jetzt hin im Wahlkampf und machen die SPD für all die Verfehlungen und all den schlechten Zustand, der angeblich in Berlin ist, verantwortlich. Unglaublich, liebe Leute. Ja? Also wirklich, liebe Berliner, die SPD ist alles schuld, liebe Leute. Ja? Also nochmal zum Mitschreiben. Wer saß da seit 2016 in der Landesregierung und sitzt im Senat? Und übrigens, das sind dieselben Grünen, die sich jetzt hinstellen und sagen, also wir regeln das jetzt, ja, die es nicht regeln wollten, dass ihr überhaupt Neuwahlen bekommt, weil die waren ja gar nicht legitim gewählt, nicht wahr? Also die SPD und die Grünen und die Linken, die wollten ja verhindern, dass es überhaupt zu Wahlen in Berlin kommt, also zu Neuwahlen. Ne? Und das wurde ja dann erst gerichtlich festgelegt, liebe Leute. Ja, also wenn es nach den Herrschaften gegangen wäre, dann wäre die ganze Nummer so weitergegangen. Und deswegen ist das so toll, wie sie sich jetzt gerade hinstellen. Und euch da draußen, liebe Berliner und Berlinerinnen, sagen, hey, mit uns wird alles besser. Weil wir haben ja mit all dem vorher, wo wir in der Regierung mit drin saßen, überhaupt nichts mehr zu tun. Wahlkampf in Deutschland, Wookie-Theater in Deutschland. Es ist das beste Deutschland aller Zeiten. Und man kann nur eines hoffen, dass die Berliner und Berlinerinnen vielleicht doch irgendwann mal eine Kleinigkeit merken an diesem wunderschönen Tag. Euch allen da draußen einen traumhaften Tag. Übrigens, wir haben übrigens dieses Jahr unser erstes Weihnachten, das ist euch klar, ja? Also wir Ungeimpften, ja, wir sind ja eigentlich schon tot, ja, also seit März, ja. Und deswegen, also ich feiere dieses Jahr mein erstes Weihnachtsfest auf diesem wunderschönen Planeten. Und ich freue mich riesig. Es ist toll. Ich habe mein Einjähriges. Danke, Gallchen.